Oder es wird vor Eskimos mit tropfendem Füller gewarnt. In beiden Fällen sollte ich vorerst die Finger davon lassen. Hey, Wenzel! Hey, Ruf! Lust auf eine Partie? Ich muss weiter. Mein Mantel nimmt lang. Ich verstehe zwar nicht, warum Leute einen Strohhalm benutzen, aber wie man ihn benutzt, ist mir schon einigermaßen geläufig. Das ist nicht nur zu groß, sondern auch zu cool für dieses kleine, schäbige Dorf. Glas, ich wollte Glas sagen. Dafür brauche ich und Eigen. Nicht nötig. In meinem Mantel ist noch nie etwas. Zumindest nicht. Also nicht. Ach so. Nicht nötig. In meinem zumindest. Nee. Also nicht. Okay, Das muss ich nicht verspätet. Jetzt. Das muss ich jetzt. Da kann ich jetzt schon die Alufolie ihm geben. Willst du den noch ein bisschen für später einpacken? Nein, danke. Wo das herkommt, ist noch viel mehr. Okay. Das brauchst du diese auch nicht. Die Flasche kann sich gerne selbst bürsten. Ja. Nötig hätte. Hast du ein Glas? Vielleicht solltest du zwischendurch mal Wasser trinken. In meinem letzten Drink war ein Eiswürfel. Reicht das nicht? Doch, ich glaube, das zählt. Knickerfolie, Schraubenschlüssel. Vielleicht, aber ich bezweifle, dass der Chillbot das eine Ding braucht. In solche Fächer Stromumkehrer. Ein Fach für Parastromumkehrer. Hier ist besetzt. Nee, hier ist auch kein Zapfahren. Ich will dafür den Strohhalm benutzen, aber nein. Hallo Sohn. Audi Rufus. Na dann, Grill und Rot. Das hat. Dachte, er kann es nicht verstehen mit dem Ding auf den Ohren, aber okay. Dazu fällt mir gerade leider. Natürlich. Die braucht auch noch einen Laser, ne? Ja, für den Laser brauchte ich das, was ich von Wenzel bekomme, das Jägerzertifikat. Das hat er ja, den Laser, ne? Hallo. Ach bitte. Ich brauche. Dann zeig mir dein. Na dann. Mit dem Laser kriegst du dann den Rasierer von Lotti. Und wahrscheinlich auch Stroh oder so. Dafür brauche ich aber den Bart an dem Rattenjungen und dafür brauche ich den Wachs oder den Honig und dafür brauche ich einen Zapfhahn. Ich verstehe zwar nicht, aber. Ich verstehe zwar nicht, warum. Aber.
Warum habe ich mir das denn geholt? Hier ist ausnahmsweise einmal nicht mein, sondern Willensstärke, Fantasie und blindes Vertrauen in die Gesetzmäßigkeiten der interaktiven Dramaturgie. Also nicht, okay. Ich könnte ein Gerät basteln, das wertlosen Schrott in nützliche Dinge natürlich verwandelt. Nein, doch nicht. Schade. Doch nicht schade. Hallo KittyCatLP, willkommen im Stream. Ich brauche einen Zapfhahn. Ich will ja jetzt den Stromhalm benutzen, aber das will ich ja nicht machen. Entweder fehlt hier der Zapfhahn, in beiden Fällen. Nimm doch einfach den scheiß Bart. Du sollst also einen Rattenmann darstellen. Eigentlich nicht. Da habe ich. Was macht der Held doch so? Der Plan braucht noch ein wenig. Ich bin sofort. Und weh, du verkriechst dich in der Kanalisation. Ich meine, ich habe mir jetzt die hergeholt, durch die Kartoffel. Warum? Wozu brauche ich das? Dafür brauche ich. Entweder fehlt in Backen. Wozu brauche ich das? Nein, Flaschenreinigung ist Männersache. Brauchst du eine Flaschenbürste? Was ist eine Flaschenbürste? So kenne ich meinen Lonzo. Also nicht, okay. Kann ich das kurz ausleihen? Saftpressen kurz? Oder Urne mit Asche meiner Großmutter kurz? Wieso? Das habe ich doch beides noch nicht zurückgegeben. Oder doch? Ja, aber die Saftpresse hast du erst 2 Jahre. Wer sagt denn, dass ich die noch hab? Kann ich das kurz ausleihen? Saft? Ja. Hey, Toni, willst du mal sehen, woran ich gerade arbeite? Ich dachte, alles sei fertig. Ist es ja auch. Und woran arbeitest du dann? Nichts. Uhu, Schnutzelbärchen. Du wirst nicht glauben, was heute schon alles los war. Keine Brände oder Explosionen? Nein. Gibt es Verwundete oder Brandopfer? Tiere zählen auch dazu. Nichts von alledem. Tja, dann hast du recht. Ich glaub's dir nicht. Oh nein, was hast du jetzt wieder angestellt? Nichts. Wieso? Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Tja. Vielleicht, ja. Jedenfalls war da sowas von abgefahren. Der Organon wollte Deponia sprengen. Aber den habe ich gezeigt, wo der Wombat die Locken hat. Vielleicht ist das ein Ausdruck von unterdrücktem Selbsthass. Ich meine ja nur, weil du auch immer alles in die Luft springst. Selbsthass? Ich? Mich? Blödsinn. Ich bin super. Wobei es schon verwunderlich ist, dass in meinem Traum alle Organons Klone von mir waren. Keine weiteren Fragen. Wir hatten uns getrennt. Ja, davon träume ich auch. Endlich mal eine Woche ohne Brände in der Küche. Naja, also ganz so war es ja nicht. Irgendwie habe ich ja trotzdem noch bei dir gewohnt. Ah, ein Albtraum also. Ich habe eine Illusianerin kennengelernt. Eine echte Orbit-Elfe. Ist das eine Art Retourkutsche, weil ich immer von Cowboy Dodo träume? Du träumst von Cowboy Dodo? Jede Frau träumt von Cowboy Dodo. Ja, hast recht. Also mein Cowboy Dodo. Muss ich mir etwa Sorgen machen? Ja, das war nicht diese Art von Traum. Ganz im Gegenteil. Es war ein ihm gehörig den Arschversohl-Traum. Hä? Ich hatte es fast bis nach Elysium geschafft. Aber dann ist dir deine Menschenliebe dazwischen gekommen. Das erzählst du immer, wenn deine Pläne scheitern. Aber diesmal war es wirklich so. Du meinst in deinem Traum. Ach ja, sorry. Es war nur alles so realistisch. Wenn du dir das nächste Mal unsicher bist,
Sobald einer deiner Pläne realistisch wirkt, ist es hochwahrscheinlich ein Traum. Am Ende habe ich mein Leben für die Rettung Deponias geopfert. Haha, ausgerechnet du. Warum nicht? Muss ich dich daran erinnern, wie ich mein Lymphsystem der medizinischen Forschung gespendet habe? Das zählt nicht. Die wollten es nur haben, um zu verstehen, wie du den Spaghetti da reinbekommen hast. Außerdem hast du es nicht aus Menschenliebe getan, sondern für ein Abo der Chirurgenwoche. Mich interessieren nur die Artikel, ehrlich. Hallo John, ja, Fallout kommt heute Abend, also ich mach bis 6, 5, 6, dann mach ich erstmal ein paar Stunden Pause und danach mache ich weiter mit Fallout, aber erst heute Abend, gegen 8 oder so, mal gucken. Schließlich war ich alt und überall war alles voller Schnee. Ich dachte, du hast dich geopfert. Ja, stimmt, haut irgendwie nicht hin. Also ich muss überlebt haben, aber zu welchem Preis? Alles war so hoffnungslos kaputt. Putt und dreckig und im Eimer, dass ich schließlich Deponia in die Luft gesprengt. Das muss der mit Abstand krasseste und längste Albtraum der Welt gewesen sein. Ich weiß nicht. Unsere Beziehung hält ja jetzt auch schon wieder recht lange. Die wollen uns echt weismachen, dass Deponia 1 bis 3 alles nur geträumt hat, ne? Verstanden. Und je mehr du erzählst, umso stolzer bin ich drauf. Also um nochmal auf meinen Traum zurückzukommen. Muss das wirklich sein? Oh, nö, na nein. Jedenfalls war da sowas von abgefahren. Nö, nö. Na gut. Ja. Was denn, was denn? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Paps Tschö sagen. Ach, Gläser? Was? Naja, Gläser! Ich hab ganz vergessen, dass ich noch Platz... Noch nicht, Gläser noch nicht, Toni. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich. Ja, ja. Ich brauch nur noch einen Zapfhahn. Okay, also Toni bringt uns auch nichts. Lotti erstmal auch nichts, da brauchen wir den Laserfeuer, dafür brauchen wir das Ding hier. Dafür brauche ich Honig oder Wachs. In beiden dafür und. Ne, wenn's hat nichts. Stimmt, wenn es leider nichts. Ist dir eigentlich zu? Wie jetzt? Ich brauche doch noch sie. Kann ich dem die Alufolie geben? Was er mit seinem Outfit bereits Was? Er kann sich seinen eigenen Schrott besorgen, was er mit seinem Outfit bereits hinreichend bewiesen hat. Okay. Diese Flasche kann sich gerne selbst bürsten. Nötig hätte sie's. Dass du den Strohhalm nicht einfach dafür benutzen will, ne? Dafür und. Ja, ein Imkerhut. Toll. Dazu fehlt mir gerade leider. Diese Maschine erfüllt nur einen einzigen Zweck. Kartoffeln halbieren. Ja, hab ich ja schon. Jeder so ein Multitalent sein wie ich. Kartoffeln hab ich doch schon halbiert.
Das kommt mir irgendwie so. Für Lottie brauche ich den Laser. Oder hat Lottie noch was? Hey, Lotto! Das heißt jetzt! Das heißt jetzt Lottie! Na dann, hau rein, Alter! Ich meine natürlich, küss die Hand, Gnefrau. Tüdelü! Tüdelü! Ja, ich steck gerade ein bisschen fest. Eigentlich ist es total einfach, aber ich komme nicht an den scheiß Honig ran. Die letzten Bienen des Südquadranten. Seit 20 Jahren auf einem Grill-Donnerstagsfest in ihrer Umgebung. Wenn das so weitergeht, stirbt die Menschheit noch vor den Bienen aus. Die letzten Bienen seit 20 Jahren. Wenn das so. Dafür braucht man. In beiden. Dafür braucht man. Ich brauche einen verdammten Zapfer. Ist das nicht ein guter Zapfhahn? Nee, brauchen wir noch einiges für. Vielleicht kann ich noch mal. Danke, Mann. Noch mal Wasser holen. Reichen dir die Eiswürfel? Vielleicht solltest du zwischendurch mal Wasser trinken. In meinem letzten Drink war ein Eis. Reicht das nicht? Dann machen wir wieder Wasser aus dem Eis. Vielleicht solltest du zwischen. Ne, Bilder immer noch nicht, okay. Bilder immer noch nicht. Mein Studium, das fängt erst im April an, John. Aber danke der Nachfrage. Das fängt erst am 1. April an. In beiden. Dafür braucht Hund. Jetzt habe ich ein Glas Wasser. Und jetzt? Ich werde Sturm reintun. Mal sehen. Taube Zunge? Brechreis? Zwischen an den Zähnen, ja. Typisches deponianisches Wasser. Nee, nicht Informatik. Informatik hatte ich ein Fachabi, aber das habe ich schon seit einem halben Jahr. Ich werde Tontechnik studieren. Sag ich Wasser. Wenn ich wollen würde, dass meine Sachen nass werden, müsste ich sie nicht im Mantel tragen. Wasser. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Danke für den Follow, Katie Cat. Ja, man braucht schon manchen Stellen Geduld. Ja, das kann ich ja schon. Studiere ich ja nicht noch. Nee, ich könnte Informatik studieren, habe mich aber dagegen entschieden. Ich habe nur ein Fachabitur in Informatik. Ich kann jetzt auch nur ein bisschen in Java und sonst kann ich eigentlich nur skripten. Java ist die einzige Programmiersprache und Python, die ich kann. Ein verdammter Zapfhahn, ne? Ja, ganz tolle Musik macht der Dungeon.
Ich meine, ich bin ja auch am Gitarre spielen, ne? Wenn ich da soweit bin und dann die tontechnischen Sachen kann, werde ich auch 100 Pro meine eigene Musik machen, aber die wird dann ein bisschen anders sein als Dungeons. So ein kleines bisschen. Katie hat eine Idee. Ja, dann hau raus. Na, also für die sich wundern, mit wem ich hier rede, ich habe Hitbox und Twitch gleichzeitig und da auch zwei verschiedene Chats, die dann der jeweilige andere Chat nicht sehen kann. Und die Leute auf YouTube, die können sich sowieso wundern, mit wem ich hier rede. Mit mir selber bestimmt nur, ne? Entweder fehlt hier der Zapfhahn oder es wird veressen in beiden. Natürlich, John. Nur. Beim Vater. Der Vater. Meinst du den hier? Will der ein Wasser haben? Was soll das sein? Etwas, das mich als Großwildjäger ausmacht? Nein, will er nicht. Okay. In deinen Träumen. Naja, die sind in letzter Zeit ziemlich präzise. Oder kann ich die Band nochmal? Hallo? Sie sind komplett weggebeamt. Leider haben Sie die Musik hier gelassen. Sie sind komplett weggebeamt. Leider haben Sie die Musik hier gelassen. Okay, will Lotti was trinken? Wie wär's mit noch einem Drink? Ich passe. Nein. Ich kriegen da heute keine 10 Pferde mehr rein. Das kann ich verstehen. Wieso? Hast du auch nichts Passendes anzuziehen? Dass die hier in der Bar auch keinen Zapfhahn hat, nicht? Laden von Tonis Vater. Und der kommt vielleicht später noch. Weil hier ist jetzt erstmal keiner. Ah, ich glaube, ich weiß, welchen Laden du meinst. Der Laden wahrscheinlich, aber der ist zu. Bernhard hat schon zu? Ich brauche doch noch Signalraketen, falls mein leicht entzündlicher Gasballon Feuer fängt. Der Laden hat zu. Was, wenn ich jetzt Toni erzähle, dass die Gläser kaputt sind? Hallo? Nein, nicht die Band. Ach ja, die muss ich ja auch noch einpacken. Hast du die Knickerfolie besorgt? Ja, schon, aber... Aber? Können wir die
Gläser nicht einfach hier lassen? Wollen wir diese Diskussion wirklich noch einmal führen? Ich gebe hier viel auf. Und alles für die verschwindend kleine Chance, dass du uns entgegen aller Wahrscheinlichkeit nach Elysium bringst. Die einzige Bedingung? Ich will die Gläser meiner Großmutter mitnehmen. Ich sag ja nur, es ist ein langer Weg. Nicht, dass ihnen was passiert. Du sagtest, es sei sicher. Ist es ja auch. Aber ein kleines Restrisiko lässt sich eben nicht ausschließen. Und auf Elysium haben sie sicher auch ganz hervorragende Großmuttergläser. Ich komme entweder mit den Gläsern oder gar nicht. Die Gläser sind kaputt gegangen. Ich weiß, dass du nur einen Witz machst. Weil dir ja bewusst sein dürfte, dass unsere Beziehung an diesen Gläsern hängt. Sowie deine Fähigkeit, ohne Schnabeltasse zu trinken. Stimmt, reingefallen. Es sollte nur ein Witz sein. Ein lustiger, lustiger... Nicht lustig. Nicht lustiger Scherz, genau. Okay. Ich hab ganz vergessen. Aber beachte... Ein verdammter Zapfhahn oder einen Imkerhut. Oder können wir irgendwie... Ich lege Bernhard keinen Schrott mehr auf die Türschwelle und im Gegenzug rührt er Tonis Mutter Beruhigungsmittel ins Essen, bevor sie uns besuchen kommen. Ich verstehe zwar nicht, aber ich lege und... Nee, gut. Ich lege und... Ja, gut, gut, gut. Was sagst du dazu, McCornickel? Hey, Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist, ich betrachte... Wie funktioniert das noch gleich mit der Erinnerung? Ich trage einen mit Stroh gefütterten Aluhut. Wie du es machst, ist mir schleierhaft. Wege des Rufus sind unergründlich. Stroh brauche ich. Man sieht beides. Alufolie habe ich. Stroh habe ich noch nicht. Wo bekomme ich... Keine Ahnung wie. Wahrscheinlich durch Lotti. Kann man die Beinhaare als Stroh benutzen. Dazu fehlt mir leider. Nein, der Bart aber nicht. Da geht's nicht lang. Der will das Jägerdiplom haben, das kriegen wir hier. Dafür muss er aber den Bart anziehen. Der hält aber nicht. Dazu fehlt mir gerade. Leider hat er schon einen Bart. Verschwindet, kusch! Verdammt, das bringt so nichts. Vielleicht nochmal. Nicht nötig, in meinem Mann zumindest. Also nicht. Okay, Katie, halt dich im Hinterkopf. Also ich brauche entweder einen Zapfhahn oder einen Imkerhut oder was ähnliches wie ein Imkerhut. Aber wie mache ich mit Imkerhut? Also nicht. Nicht nötig. Zumindest. Also nicht. Das muss ich nicht vergessen. Das muss ich jetzt. Wenn ich wollen würde, dass meine Sache. Wenn ich wollen ich einfach würde, wild rum gerade. Werden, müsste ich sie nicht. Ich halt mal zusammen. Den Schrott. Den brauche ich für die Schrottflinte. Den Bart für den Jungen. Die wahrscheinlich dann später für die Gläser. Oder den für den Aluhut. Wozu brauche ich die vier Sachen? Der Strohhalm, den habe ich doch für gar nichts benutzt. Mal sehen. Der verdammte Strohhalm. Dem armen Rattenjungen blieben all die tollen Dinge versagt, mit denen die anderen Kinder spielten. Das stimmt doch gar nicht. Er besaß nichts als die Lumpen, in die er gehüllt war. Das ist ein Mantelet aus Disropa. Dafür und...
entweder in beiden. Wo ist aber auch die Strohhalme? Da haben wir von gar nichts gebraucht bis jetzt. Komm schon, Rattenjunge. Lass uns spielen. Aber ich bin noch. Du bist von Nagetierboy? Na, ich glaube, ich bleib bei Rattenjunge. Rattenjunge war Nagetierboy. Strohhalm. Oder wozu brauchen wir das Ding? Die haben uns extra beschafft hier mit den Kartoffeln. Wozu braucht man das Kackteil? In meinem Zimmer habe ich Wer wirft denn einen Laden? Ist doch noch gut. Rückblickend betrachtet. Palotti Strohhalm. Wie wär's mit noch einem Drink? Mich kriegen. Das kommt. Okay. Wieso? Hast du auch nichts Passendes anzuziehen? Mit Stroh. Strohdorf. Strohpuppe. Strom. Weil ich brauche Stroh für den Aluhut, das weiß ich, aber wie komme ich an Stroh? Strohhalm, oh Gott. Was trägt man jetzt so? Ein Strohhalm.